Umzüge sind immer etwas Besonderes. Egal ob privat oder geschäftlich, man steckt viel Arbeit hinein, um sich am Ende rundum wohlzufühlen. Genau das tat in den vergangenen Wochen auch das Team von Tat & Nails Deluxe. Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Das Studio von Tat & Nails Deluxe befand sich bis vor kurzem noch in Zwickaus Bahnhofstraße. Nun sind die Mädels um Daniela Beck in der Villa Toskana in der Lothar-Streit-Straße zu finden. Eine Villa hat ja von Haus aus einen besonderen Charme, doch was hier gewerkelt und hantiert wurde, war schon eine echte Herausforderung. Also es ging Wochen, muss ich dazu sagen. Die Planung stand eigentlich schon vor einem Jahr, wie ungefähr alles werden soll. Und dann hat mein Mann wirklich die letzten Wochen Vollgas gegeben, kann man wirklich so sagen, weil das war hier wirklich so eine halbe Ruine. Also die Wände waren schief, hier war der Boden musste neu gelegt werden. Also das, was man jetzt sieht, das war so vorher nicht. Also es war wirklich hart, auf jeden Fall. Etliche Kundinnen und Kunden haben am vergangenen Samstag den Weg ins neue Domizil gefunden, um einen ersten Blick in die Räumlichkeiten zu werfen. Natürlich waren die Mädels an diesem Tag auch fleißig bei der Arbeit und zauberten ihren Gästen schöne Nägel, kleine Tattoos oder auch das ein oder andere Piercing. Am bestehenden Konzept möchte man auf jeden Fall festhalten. Also wir haben unser Angebot beibehalten. Wir machen ja Nageldesign, Tattoos, Piercing, Wimpern-Extensions und Microblading. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Also das, was wir bisher angeboten haben, bleibt auf jeden Fall bestehen. Den Gästen wurde am vergangenen Samstag allerhand geboten. Zudem sind extra für diesen Anlass gute alte Bekannte angereist, um den Tag zu einem Highlight zu machen. So waren Rocco Grümling und Elko Kruskowski da, um den Mädels wundervolle Nägel zu kreieren. Die Dani hat mich angeschrieben vor ein paar Wochen, dass sie das Ganze hier vorhat und hat mich gefragt, ob ich irgendwie dabei sein möchte. Und dann kann ich sie natürlich tatkräftig damit unterstützen. Wir haben nur unseren Kollegen, der hat gerade Pause. Und mir war es einfach ein Bedürfnis, dabei zu sein, den Mädels den ganzen Tag schöne Nägel zu machen. Ja, und dann habe ich mich hinzugesetzt und zack, war ich da. Zum Verweilen luden unter anderem auch tolle Musik, eine Cocktailbar und frische Roste und Steaks ein. Und das ging natürlich alles aufs Haus, als kleines Dankeschön für die zum Teil jahrelange Treue der Kunden. Noch bis in die Abendstunden wurde gearbeitet, gefeiert und bei netten Gesprächen zusammengesessen. Wünschen wir dem Team von Tat & Nails Deluxe alles Gute und viel Erfolg in den neuen Wänden.